Liebe Zuschauer, heute ist der 23. März. Wir sind hier auf einem Wintergerstenversuchsstandort in Linz-Elbisberg. Wir machen hier eine Bonitierung, wie die Wintergerste aus dem Frühjahr herausgekommen ist. Wie ihr sehen könnt, haben sie die Bestände optimal entwickelt. Wir haben da Bestockungstriebe von 3 bis 6 Triebe pro Pflanze, die im Endeffekt mehr wie ausreichend ist für einen optimalen Bestand bei der Winterbraugerste. Wir werden jetzt die nächsten Wochen das genau beobachten, wie es ausschaut mit dem Mehltau. Der ist ja meistens die erste Krankheit, die kommt. Die meisten Sorten haben aber schon das MLO-Resistenzgen drinnen, so wie die neue Sommerbraugerste Leandra, die da schon super Resistenzen hat gegenüber vom Mehltau. Ja, ich habe es richtig gehört, ich habe mir jetzt nicht versprochen, Sommerbraugerste. Ich habe da in diesem Versuch am 20. Oktober eine Sommerbraugerste mit angesehen, weil wenn man Sommerbraugerste im Frühjahr anbaut, hat man öfters das Problem, dass man in die Frühjahrstrockenheit hineinfällt. Und wenn man es im Herbst oder Winter anbaut, kann man die Winterfeuchtigkeit noch ausnutzen, können die Bestände länger bestocken und dadurch auch höhere Erträge erzielen. Jetzt stellt sich die Frage, welche Pflanzenschutzmaßnahmen stehen jetzt die nächsten Wochen an? Das erste, was natürlich jetzt ansteht, ist eine Kürzungsmaßnahme. Bei der Braugerste sind wir auf einem sehr niedrigen Stickstoffniveau. Also wir bewegen sich da irgendwo zwischen 90 und 100 Kilo Gesamtstickstoff, was wir in Summe ausbringen. Daher ist auch die Lageranfälligkeit eher geringer. Man muss natürlich schauen, was für Vorfrucht wir gehabt haben, wie gut sind die Böden, die Bonitäten und wie anfällig sind die Sorten auf Lager. Zur nächsten Andüngung, sage ich jetzt einmal, dauert es nur ein bisschen. Durch das, dass der Bestand eher dick ist und sehr viele Triebe noch besitzt, würde ich da wirklich noch warten bis Mitte, Ende schossen mit der Nachdüngung. In dem Fall gängen da jetzt, sage ich mal, noch 30 Kilo Reinstickstoff an von der Andüngung. Die würde ich einfach nur ein wenig warten, weil einfach der Bestand sehr gut entwickelt ist, eigentlich fertig ist von der Bestockung her. Und sage ich mal, die nächsten ein, zwei Wochen in die Schoßphase geht und mit dem Längenwachstum beginnen wird.